Heute besuche ich Maria und Wendt von Fest nur in Elmshorn. Hallo Bina, ich bin die Marion. Herzlich willkommen. Und du möchtest bestimmt wissen, was ich hier heute mache. Genau, du machst hier auch Massagen, oder? Ja, ganz besondere Massagen. Und am besten zeige ich dir das im Massageraum und du kommst einfach mal mit. Okay. Schick. Was für Massagen machst du eigentlich? Ja, ich mache ganz besondere Massagen, und zwar Energie-Aroma-Massagen, die Blockaden lösen können und zur Tiefenentspannung führen. Tiefenentspannung? Wofür ist das denn? Es gibt ganz viele Menschen, die sind gestresst durch ihre Arbeit oder durch den Alltag. Und durch die Massagen können die dann in Tiefenentspannung kommen und mal so richtig loslassen, Körper, Geist und Seele. Und manche schlafen dabei sogar. Also kommen die Leute her, um sich mal richtig zu entspannen? Ja, genau, weil viele Menschen wissen gar nicht, dass der Körper und auch ganz besonders der Geist auch mal eine Ruhepause braucht, damit die dann wirklich wieder zu Kräften kommen. Hier kommen doch auch Kinder her, oder? Ja, hier kommen auch Kinder her, und zwar mache ich auch Massagen für hyperaktive Kinder, die einen Energieüberschuss haben, und durch die Massagen und durch die Energiearbeit kann man das ein bisschen ausgleichen, und dann können die sich zum Beispiel in der Schule wieder besser konzentrieren und sind nicht mehr ganz so zappelig. Und, hast du dann schon mal eine Massage bekommen? Nö. Und möchtest du mal eine? Das mal ausprobieren? Okay. Ja, das finde ich klasse. Und, geht's dir gut? Ja, ich glaube, ich schlafe gleich ein. Aber es ist auch so ruhig bei dir. Ja, das ist mir auch ganz wichtig, weil der Mensch, der hier kommt, steht im Mittelpunkt und ich möchte mir für jeden ganz viel Zeit nehmen. Und deshalb sitzen dann auch draußen keine, die warten, sondern ich mache nur Termine nach Vereinbarung. Vorhin hast du so eine Energiemassage erwähnt. Was ist das denn? Also das heißt Energie-Aroma-Massagen, und Energie bedeutet zum Beispiel, dass man die Hände auf verschiedene Körperteile legt, auf die Arme oder auf den Kopf oder auf den Bauch, oder dass man verschiedene Körperpunkte drücken kann, so Akupressurpunkte, um damit die natürlichen Selbstheilungskräfte, die jeder Mensch hat, anzuregen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was du mit Tiefenentspannung meinst. Ja, das ist der Grund, warum die meisten Menschen hierher kommen. Und für mich ist das dann noch eine Bestätigung, wenn die dann schlafen, weil das zeigt, dass die ganz viel Vertrauen haben und dass die wirklich auch loslassen können. Und, hat es dir gefallen? Es war super. Das freut mich, dann hoffe ich, dass du mal wiederkommst. Auf jeden Fall, aber eigentlich müsste ich jeden Tag einmal kommen. Einmal morgens und einmal abends. Das finde ich gut.